Zuschauer aus aller Welt hier begrüßen zu dürfen. Es wird nicht mehr lange dauern, bis der Ball rollt. Die Spieler sollten jeden Moment aus den Kabinen kommen. Und jetzt das Spiel. Deutschland gegen Italien. Ich bin Marco Hagemann, Ihr Kommentator für diese Partie. Und ich freue mich sehr, mit Hansi Küpper zusammen dieses Spiel kommentieren zu dürfen. Ich sage das mal ohne Umschweife. Ich glaube, wir alle, du, die Zuschauer und ich, wir werden heute hier ein tolles Spiel erleben. Jetzt werden die Nationalhymnen gespielt. Das hier die Aufstellung. Das Spiel läuft. Auf ein Wort, Hansi. Wer ist für dich der wichtigste Spieler auf dem Platz? Also da gibt es jemanden auf dem Rasen, der fällt selten durch wirklich schönen Fußball auf. Aber er ist Mr. Supersolide, er ist immer stabil. Giorgio Chiellini ist einer, der die Abwehr zusammenhält. Ich bin da voll und ganz deiner Meinung. Barolo. Eder. Der kommt durch. Barolo. El-Sharawi. Keines der beiden Teams schafft es derzeit, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Und um ein Haar hätten sie dafür die Quittung bekommen. Versuch, absolut. Die Formel lautet flach zum Erfolg. Die Formel ist in dieser Situation nicht aufgegangen. Khedira, ein Glück in der Situation. Chiellini, El-Sharawi. Italien. Zurzeit mit sehr viel Ballbesitz, allerdings ohne echten Raumgewinn. Müller macht auf der rechten Seite richtig Dampf und setzt den Gegner unter Druck. Buffon als Ausputzer. Da treibt er den Ball weit vor. Es war ein Foul, gar keine Frage. Der Freistoß ist eine Riesenchance für sie. Mesut Özil. Die Mehrheit der Keeper hätte diesen Ball nicht gehalten, aber er gehört nicht zu dieser Mehrheit. Wie heißt es doch so schön, das Runde muss ins Eckige. Aber bisher hat noch keine der beiden Mannschaften diese berühmte Fußballphrase beherzigt. Decilio. Deutschland kann den Ball einfach nicht festmachen. Ein ganz unangenehmer Ball für den Mann im Tor. Sehr gut freigelaufen. Nee, die Fahne ist oben. War wohl ganz knappes Abseits.
Jerome Boateng mit dem Pass nach vorn. Hier ist Müller. El Shaarawy. Decilio. Parolo. Decilio. Toni Kroos. Decilio. Das war's. Halbzeit. Die riegeln das Tor hermetisch ab. Kein Durchkommen. Alle Achtung, das nenne ich resolute Defensivarbeit. 0:0. Bis jetzt keine Tore. Alles ist wieder bereit. Immer noch unentschieden. Keiner der beiden konnte bisher erfolgreich abschließen. Der kommt weit nach vorn. Kandreva. Läuft ganz gut auf der Seite, aber jetzt braucht er jemanden, der ihm hilft. Schürrle. Geht links auf der Außenbahn. Richtig Gummi. Ab in Richtung Tor. Treffer versenkt. Endlich, da ist der Treffer, den dieses Spiel hier so bitter nötig hatte. Buffon hat die Situation erkannt, wusste genau, wenn dieser Ball durch die Abwehr geht, dann schlägt er auch ein, weil der Torwart nichts sieht. Natürlich nicht, was der Trainer ihnen in der Halbzeitpause gesagt hat. Wir wissen nur, es waren definitiv die richtigen Worte. Starke Ballkontrolle. Auf den langen Pfosten gezogen. So ein bisschen fehlt ihm das richtige Timing hier. Italien auf der Außenbahn offensichtlich anfällig. Deswegen kann es so gehen. Das Dribbling und die Flanke von der Torlinie. Beim nächsten Mal klappt es vielleicht. Da kriegt er den Ball. Groß. Khedira. Kandreva. Deutschland nimmt noch keine Änderungen am Personal vor. Toni Kroos. Das hätte das 2:0 sein müssen. Okay, sie führen immer noch, aber sie wären schon gut beraten, aus diesen Chancen mehr zu machen und die Führung auszubauen. Geblockt. Gut, dass er da noch dazwischen gegangen ist. Kandreva. Eder. Kandreva. Er versucht, das Mittelfeld direkt zu überbrücken. Langer Ball in den freien Raum. Mats Hummels. Schürrle. Der Ball ist links draußen. Bin mal gespannt. Deutschland muss jetzt nur noch das Ergebnis über die Zeit bringen. Müller. Um ein Haar wäre das hier richtig teuer geworden. Es
fehlt nicht viel und sein Torekonto wäre weiter angewachsen. Er ist ein Spieler, das wissen wir nicht erst seit heute, den du nicht aus den Augen lassen darfst. Absolut keine Chance, diesen Riegel zu knacken. Da kommt die Flanke. Die Flanke ist keine Gefahr. Ganz misslungener Schuss. Decilio. Florenzi. Nur noch wenige Minuten. Sie müssen jetzt ganz schnell den Ball nach vorne bringen. Abpfiff, das Spiel ist beendet. Das Abwehrbollwerk hat dieses Spiel gewonnen. Für den Gegner gab es einfach kein Durchkommen. Sie kombinierten phasenweise wunderschön und machten das entscheidende Tor in der zweiten Halbzeit. Weite Strecken des Spiels waren eher mittelmäßig.